Hallo, hallo. Wieder mal hier mit einem neuen Thema und zwar: Meine Hühner legen keine Eier. Was ist denn da passiert? Und zwar gibt es da verschiedene Gründe und verschiedene Maßnahmen, die du auch einleiten kannst, damit deine Hühner wieder Eier legen. Also typischer Grund, wieso deine Hühner keine Eier mehr legen, ist meistens das Alter. Also irgendwann überschreitet ein Huhn das Alter, in dem die Legefähigkeit eben noch parat ist. Bei Hybridhühnern zum Beispiel, die extra dafür gezüchtet wurden, damit sie eben eine hohe Legeleistung haben, ist es so, dass diese meistens so nach 2-3 Jahren abflacht. Also sehr, sehr steil die Kurve am Anfang und dann flacht sie natürlich ab. Und bei anderen Hühnern ist es dann so, dass sie zum Beispiel fast bis zu ihrem Lebensende ein Ei pro Tag bis ein Ei pro 2-3 Tage legen. Aber das dann sozusagen auf einen längeren Zeitraum betrachtet. Also Alter ist eine Möglichkeit, was dazu führt, dass deine Hühner keine Eier mehr legen. Eine andere Möglichkeit ist natürlich das Futter. Wenn diese unterernährt sein sollten oder wenn einfach andere Grundbedürfnisse nicht stimmen. Denn bei Hühnern ist es nicht anders wie bei Menschen. Es gibt ja diese, ich glaube, sie heißt Pavlische, aber ich bin mir nicht sicher, Grundbedürfnispyramide, auch bei Menschen. Und da die besagt, also du kannst dir wirklich wie eine Pyramide vorstellen, und diese besagt, dass die Menschen gewisse Grundbedürfnisse haben, die zuerst gedeckt werden müssen. Und zwar sind das beispielsweise Wärme, Schutz und sowas, dass überhaupt das Leben gesichert ist. Denn es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn du jetzt obdachlos bist und kein Essen hast, irgendwie an die große Liebe zu denken. Das wird überhaupt gar nicht passieren, weil erstmal die untersten Grundbedürfnisse gedeckt werden müssen, damit du Schritt für Schritt an die oberen Bedürfnisse rangehst. Und genauso gleich ist es bei Hühnern. Das heißt, wenn gewisse Bedürfnisse nicht gedeckt sind, wie zum Beispiel Wärme, wie zum Beispiel Schutz, wie zum Beispiel Futter, dann kann das natürlich ganz, ganz schnell dazu führen, dass die Legeleistung komplett abflacht oder eben wesentlich geringer ist. So, der dritte Grund, wieso die Legeleistung abflacht, ist, dass du die saisonalen Jahreszeiten eben in Betracht ziehen musst. Wenn wir zum Beispiel jetzt Winter haben und es ist kälter, dann ist es grundsätzlich der Fall, dass Hühner im Winter nicht wirklich so viele Eier legen oder fast gar keine Eier legen, wie wenn es jetzt eben wärmer ist, im Sommer, im Frühling, im Herbst. Das musst du auch noch in Betracht ziehen. Und was du dann tun kannst, also da gibt es ein paar Tricks, damit du eben das überbrücken kannst, ist zum Beispiel in deinem Hühnerstall im Winter eine Wärmelampe einzubauen. Wenn du eine tolle Wärmelampe finden willst, dann habe ich sie auch unterhalb, wenn du jetzt in YouTube bist, in die Infobox mit einem Link verlinkt. Ansonsten einfach zu versuchen, die Wärme, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, was auch immer halt wichtig ist, zu imitieren, wie wenn dein Huhn in einer Situation wäre, wie zum Beispiel im Sommer, im Frühling, wo eben die Legeleistung hoch ist. Ne? Also einfach gucken, was gibt es in den saisonalen Bedingungen, was die Legeleistung voranschreitet und was haben die Hühner gerade nicht, und das halt zu versuchen zu ersetzen. Genau, das sind soweit die gröbsten Gründe zur Legeleistung. Und ja, also wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen hoch. Wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert haben solltest, dann kannst du das kostenlos tun, indem du unterhalb des Videos einfach auf Abonnieren klickst. Und wenn du wirklich, wirklich mehr wissen willst über Hühnerhaltung und weitere Tipps und Tricks von mir hören möchtest, dann besuch meinen Blog. Den findest du auch unterhalb des Videos verlinkt in der Infobox. Und dort, dort findest du viel, viel tiefreichende Informationen, kannst du da alles ganz in Ruhe durchlesen. Es gibt sehr, sehr viele hilfreiche Blogartikel, die ich da geschrieben habe. Und du hast am Ende immer nach jedem Blogpost die Möglichkeit, dich in meinen wöchentlichen Newsletter einzuschreiben. Und da bekommst du von mir völlig kostenlos immer im wöchentlichen Rhythmus eine tolle E-Mail, die dir einfach bei deiner privaten Hühnerhaltung Tipps und Tricks gibt und gleichzeitig dir hilft, dass deine Hühner glücklicher sind. Alles klar, das war's heute zu dem Thema. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis dahin, dein Paul.